Cramix hier, was geht ab mit Paul Berger? Wir werden heute mal wieder gemeinsam auf befriedigende Clips reagieren. Und zwar ist das Video Oddly Satisfying Video for Sleep and the Relaxation of Your Nerves. Also auf Deutsch übersetzt ein Video zum Einschlafen und zum Entspannen von deinen Nerven. Ja, ich weiß, ich bin kein Englisch-Profi. Ich habe auf jeden Fall mal wieder Bock. Diese Videos kommen mir extrem gut an. Vielleicht schaut der ein oder andere von euch das Video jetzt ja auch gerade beim Einschlafen. Aber bevor wir reinstarten, noch eine kleine Info für euch. Und zwar das letzte Video wurde leider von YouTube gesperrt, wurde dann wieder freigegeben. Deswegen, ich glaube, viele haben das nicht angezeigt bekommen, ist ein sehr nice Video geworden, hat auch eine extrem gute Watchtime gehabt. Und zwar haben wir auf Fremdgeher-Rätsel reagiert, also wie man rausfinden kann, ob der Partner einen betrügt oder sowas. Also checkt auf jeden Fall jetzt noch diese Fremdgehen-Rätsel aus, das letzte Video. Lasst ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, wir starten direkt rein in die befriedigenden Clips. Ich schaue mir das immer sehr gerne mit euch gemeinsam an und oh mein Gott. Okay, das ist echt nice. Das war echt nice, wie dieses Eis da abgebrochen ist. Ich würde zwar nicht mit einem Holzlöffel an meinem Autolack entlang kratzen, aber sah trotzdem nice aus. Okay, Leute, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal runter. Ich werde jetzt meine Stimme auch wieder ein bisschen beruhigen, damit hier der ein oder andere von euch wieder zu dem Video einschlafen kann. So, was haben wir hier? Ist das ein dreckiger... Ich weiß gar nicht, was ist hier? Irgendwas Dreckiges? Boah. Ich glaube, da wird Mehl gerade geknetet. Das feiere ich immer so, dass man bei diesen satisfying Clips immer so, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das sieht aus wie so eine Koralle. Oh, oh, was ist das denn für eine geile Treppe? Alles aus Marmor und so. Alter, wem gehört dieses Haus? Treppe kostet mehr als mein Leben, Alter. Boah. Nee, das feiere ich, dass man bei diesen befriedigenden Clips immer so Sachen sieht, die man eigentlich sonst nie sieht, Leute. Das ist immer sehr nice. Das gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, euch gefällt das auch so gut, meine Freunde. Okay, das ist aus einem Betonmischer. Wird da das Beton rausgelassen? Okay, hier wird eine Unterschrift gefälscht. Nein, Spaß beiseite. Ich weiß nicht, was hier gemacht wird. Also es scheint wie so eine Unterschrift zu sein. Aber irgendwie ist das schon so eine Schablone, so eine Vorlage dafür. I love you. Süßes Ding. Süßes Ding vom Chinamarkt. Oha. Oha, er ist der absolute... Er ist der absolute Affenmensch. Ey, was? Hä? Bro, ich wusste nicht, was es ist, aber es sah befriedigend aus. Es sah irgendwie nice aus. Ich glaube, den Clip habe ich tatsächlich schon mal gesehen, Leute. Hä, warte mal, habe ich darauf schon mal reagiert? Habe ich auf dieses Video schon mal reagiert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, habe ich noch nicht. Es sind nur manchmal sind es nur die gleichen Clips. Das waren jetzt zweimal hintereinander gleiche Clips, aber das kenne ich noch nicht. Weil ich kann mir das eigentlich immer sehr, sehr gut merken, Leute, ob ich das schon kenne. Okay, man denkt, man ist in einem Schneesturm. Hä, ich habe nicht verstanden, warum da auf einmal was anderes rausgelaufen ist. Das war doch so orange, eine Suppe oder so. Okay, das sieht so aus, als würde die Dame einen riesigen Pfannkuchen machen. Ja, ein VW-Zeichen, ne? Aber ich glaube, das ist auch nochmal so ein Clip, den habe ich schon mal gesehen. Oh! Oh, Bibis! Okay, also das ist wirklich süß, Leute. Das war wirklich süß, diese beiden Kitties. Ich bin zwar nicht so an sich der größte Katzenfan, ich bin mehr so das Team Hunde. Seid ihr eigentlich mehr Hund, Team Hund oder mehr Team Katze, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin mehr so der Team Doggo, aber das war schon süß, diese Babykatzen. Oh, Leute, sowas sieht wirklich immer, sowas muss ich sagen, das sieht wirklich immer befriedigend aus, wenn so Dinge sauber gemacht werden. Ich weiß nicht warum, das sieht einfach irgendwie befriedigend aus, wenn sowas sauber gemacht wird. Oh, das sieht auch krass aus. Das sieht auch krass aus, wie das da rausgeschnitzt wird. Krass. Ich glaube, es sollte ein Tür... Oder ist ein Türknauf geworden oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, da wird Schokolade geschnitten. Der schokoladenschneidende Boss. Boah, guck mal hier. ASMR noch. Schön zum Einschlafen. Okay, da wird eine riesige Stahlrolle irgendwie voll getaped oder so. Oh, Bro. Oh, er ist durchs Eis durchgesprungen.
Das sieht auch sehr, sehr nice aus. Boah, wie nennt man das? Tiramisu oder so? Heißt das nicht Tiramisu? Ich bin mir nicht ganz sicher. Boah, da hätte ich jetzt gerade unnormal... Ey, Alter, warum zeigt ihr mir sowas? Oh, Pulverschnee. Mashallah. Pulverschnee in, man. Sehr nice. Boah, Leute, ihr merkt schon, ich werd da wirklich immer so ein bisschen müde oder komm so runter, wenn ich mir diese Dinge anschaue. Oh, was ist das denn für eine Frucht? Also da muss ich schon wirklich sagen, ich finde diese Satisfying Clips bei mir, das wirkt schon, ne? Wenn ich mir das hier immer so anschaue, das wirkt schon irgendwie so auf mich. Es beruhigt mich so, man ist da irgendwie so in seinem Fokus, schaut sich an, was die Leute machen. Man kommt so ein bisschen runter, vielleicht wird man auch müde dabei. Ich finde das schon nice, irgendwie gefällt mir das. Irgendwie feiere ich das, Leute. Krass, ein Mini-Vase hat der gebaut. Oh, den Clip kenne ich auch schon. Ich weiß nicht, was da gemacht wird, warum er Salat in heißes Fett reinwirft, aber es sieht auch krass aus. Es sieht sehr, sehr wild aus. Guck mal, wieder das Wasser, wie das da straight in so ein Loch reinfließt, das war auch krass. Oh, ich weiß nicht, was mit diesen Quallen abgeht, ob die irgendwie Batterien eingebaut haben oder warum die leuchten können, aber ist nice. Das verstehe ich nicht. Irgendwie sieht man andauernd diese Clips, wo Leute mit so einem Hackebeil Haare schneiden, aber ich verstehe nicht, warum das gemacht wird. Warum? Nimmt doch einfach eine Schere. Wofür gibt es Scheren und wofür gibt es so Beile? Ich glaube, es sind riesen Klopapierrollen oder so. Guck mal, das ist ein Hustler. Das ist ein Grinder. Der zieht das durch hier. Schön das Zimmer verputzt. Zack, ganz clean, ohne irgendwelche Übergänge. Der kann mehr Übergänge oder bessere Übergänge als der ein oder andere Friseur. Kleiner Freestyle, Leute. Okay, die sprayt hier diese Kelle quasi entlang, dass da immer so diese Abdrücke sind. Fand ich jetzt nicht sehr nice, würde ich mir persönlich nicht an meine Wände machen, aber wem das gefällt, ist natürlich jedem das seine. Boah, so nice, wie das da so entlang läuft. Wie das hier so die Form entlang läuft. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das sieht aus wie so Wachs. Ich glaube, Wachs könnte das sein. Harz, irgendwie sowas. Oh, Leute. Sehr, sehr nice. Sieht aus wie so ein Hologramm. Krass. Krass, was es alles gibt, Leute. Boah, auch nochmal nice. Da hat so voll viele kleine Strings. Und so werden Spaghetti auf die Oldschool-Art gemacht. Oha, was ist das? Was ist sie da? Was war das? Wenn jemand weiß, was das war, schreibt es in die Kommentare. Boah, guck mal, hauchdünn Aloe Vera abgeschnitten. Ganz clean, ohne sich in den Finger zu schneiden. Ganz wichtig, nicht zu Hause nachmachen. Niemals zur Klinge schneiden, Leute. Das ist doch Ei. Und dann noch ein Ei in die Eier rein. Boah, jetzt faltet sie das zu. Ganz wild. Oh nein, das Eigelb läuft raus. Nein. Hä? Warum kommt aus diesem Bambus Wasser raus? Was ist das für eine kranke Maschine, ey? Zum Erde umgraben oder so. Zack, abgeklebt und jetzt sieht man gar nicht mehr, dass da so Backsteine dahinter sind. Sieht edel aus, muss ich sagen. Sieht edel aus. Wow. Rosenwasser. Sah voll unnötig aus. Okay, hier werden ein paar Perlen abgestaubt aus den Austern. Ist da eine Perle drin? Oder nur zum Futtern? Ja, da ist eine Perle drin. Uff, okay.
direkt verchecken. Ach, das ist diese, wie nennt man das hier so, diese Blackhead Mask, um, da werden so Mitesser aus der Nase rausgezogen. Ist jetzt natürlich an sich nicht mega anschaulich. Hä? Ja, das check ich jetzt nicht. Warum gehen die da rein, aber fallen nicht wieder raus? Hab ich nicht verstanden. Oh, was? Er pustet das auf. Was ist das? Was ist das zu essen? Oh. Oh mein Gott. Okay, das sah gerade wirklich satisfying aus. Oh, die kleinen Dogos. Der eine Paul Berger hat alles abgestaubt. Was waren das für Dogos? Next Level, wenn du ein fettes Kaugummi trittst. Ich habe keine Ahnung, warum die da eine Melone reintunkt. Guck mal, was er für Hausschuhe anhat. Er hat diese Fischhausschuhe. Der Bummi-Schüler. Das wird jetzt hier wieder fried, deep fried Noodles. Nice. Nice. Oh mein Gott, was ist das denn? Alter, was sind das für bunte Steine oder Perlen oder so? Das sieht ja anders krank aus. Leute, ich muss sagen, da waren wieder die ein oder anderen sehr, sehr nicen Clips mit dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf Instagram, folgt meinem Gaming-Kanal, folgt diesem Kanal. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crimex.